So, herzlich willkommen zurück zu einer Hups, zu einer falschen Frame. Zu einer weiteren Folge von ATS. Ja, neuer Tag, neues Glück. Man sieht, noch ganz schön dunkel. Ah, gut. Durch die Restlichtverstärkung sieht es aus, als wenn es Tag wäre. Okay. So. Die Kamera einstellen, muss ich jetzt ein bisschen verschieben. So. Gut, und wie angedroht, spielen wir ab jetzt mit der 1,45. Habe ich gestern geupdatet. So, dann brauchen wir mal Rekord. Das bist du und let's go. Ja. Ah, sehr schön. OBS erkennt das Fenster noch? Ich habe keine Ahnung, was OBS eigentlich von mir will. Ja, manchmal. Wenn ich die Software ändere, erkennt er immer noch das Spiel ATS. Und teilweise, wenn ich jetzt auf ATS einstelle, dann erkennt er es sogar immer noch, wenn ich den ETS spiele. Ja, also er scheint ein bisschen sehr liberal zu sein. Ja. Aber teilweise erkennt er, wenn ich ATS einfach nur schließe und es dann kurz danach direkt wieder öffne. Es ist also noch genau das gleiche Programm. Erkennt das nicht mehr. Also, die Magie dahinter ist mir noch ein bisschen fremd. So, genau, 1,45, 3,1. Und wir sind immer noch Level 18. So. Änderung hat mir halt festgestellt. Ach, wer hätte es gedacht? Ich hoffe, meine Mods funktionieren noch alle weiterhin so. Dadurch, dass ich ja bisher bloß ein paar Grafikmods habe, also bloß ein paar Texture-Packs habe. Ist das zum Glück nicht viel? Genau, Änderungen sind festgestellt, zwar mögliche Kompatibilitätsprobleme. Der Spielstände wurde deshalb alles noch nicht abgeschlossene Lieferungen abgebrochen. Und deswegen haben wir auch letztens unsere Lieferung abgeschlossen, damit nämlich genau das nicht passiert. Das heißt, das ist für uns kein Problem. So, und wie man sieht, die Textur passt alles noch. Deswegen bin ich auch ganz froh. Das ist nämlich genau das, was ich gestern probiert hatte. Ja. Ob noch alle Fahrzeuge funktionieren. Ich kann mal ganz kurz reingucken. Habe ich nämlich vergessen zu gucken, ob zum Beispiel noch der alte LKW verfügbar ist. Auflieger, was ist mein LKW-Händler? Zum Mod-Händler. Ja, auch der funktioniert scheinbar noch. Die Mod funktioniert auch noch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Cool. Ja, dann hat das Update ja funktioniert. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht. Ist das Spiel jetzt auch wieder ein bisschen performanter? Also, wie gesagt, die Version 1.44, die scheint ja mächtig verkackt zu haben. Gucken wir mal jetzt, ob das Ding wieder eher so mit der Performance läuft wieder wie 1.42 oder 1.43. Das wäre ganz schön. So, wir sind. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Gucken wir mal rein. Also, wo wir sind, ist klar, bei unserer Garage, weil wir wurden zurückgesetzt. Aber wie Tank und Schlafen jetzt gerade aussieht, das weiß ich gerade gar nicht. Deswegen lucken wir einfach mal rein. Unseren Auflieger müssen wir uns auch wieder ankuppeln. So, okay, Tank ist halb, Bett ist halb. Dann gehen wir also tatsächlich erstmal pennen. Ist sowieso gerade Nacht. Ja? Boah. Okay, und wir haben tatsächlich kein Audio. Gut, da muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Wartet mal kurz. Ach, ja, ich habe meine. Gut, könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe hier so verkehrte Lautsprecher und die sind noch aktiv. Gut, das erklärt natürlich einiges. Jetzt natürlich die Frage, warum nimmt denn OBS nicht die auf? Wenn ich jetzt hier umstelle. So, jetzt läuft er auf mein Kopfhörer an das Spiel. Ja, starten wir es nochmal. Okay, das heißt, OBS hat trotzdem von meinen Kopfhörern aufgenommen. Das ist ja interessant. Gut. Jetzt hat er auch das Ding hier, das Sound. Ich dachte vorhin einfach, ich habe das Ding deaktiviert. Aber nee, habe ich nicht. Weil man kann ja die Intro-Musik und so manuell einstellen. Und bei meinem privaten Spielstand habe ich die zum Beispiel gemutet. So, okay. Jetzt haben wir auch Sound. Okay.
Ja, wie gesagt, privat habe ich sämtliche Soundsachen deaktiviert, außer Ingame. Also Ingame-Motorgeräusche und so habe ich alles noch. Aber diese ganzen Menügeräusche, die ganzen Intro-Sounds und sowas, alles habe ich alles deaktiviert. Deswegen ist mir das jetzt gerade gar nicht eher so aufgefallen. Das klingt schon viel besser. Okay, das heißt, wir fahren jetzt mal kurz rein. Und dann pennen wir direkt mal. Der müsste wieder wunderbar ausgeschlafen sein und wir haben ein Einkommen erzielt. Ah, Kredite wurden natürlich auch abbezahlt und es pisst. Ernsthaft? Ah, siehst du? Da können wir schon mal direkt ein neues Feature probieren. Dieser automatische Ringschirm. Automatischer Ringschirm, klar. Ich habe nur absolut keinen Plan, wo das Ding ist. Diese automatische Scheinwischer. Intelligent, sequenziell, Feder, Aussatteln, Verfahren, Regensensor. So. Bam. Und jetzt soll es wohl so sein, es gibt es nur noch aus und an. Funktioniert ja super. Also auf der Standardfunktion macht er gerade gar nichts mehr. Das müsste denn die Dauerfunktion sein, wo er nicht mit Automatik arbeitet. Und das ist halt die schnelle Funktion, wo er auch nicht mit Automatik arbeitet. Jetzt sind sie aus. Und jetzt müssen sie eigentlich auch Automatik sein. Aber wie man sieht, passiert genau gar nichts. Ja, ist ja wunderbar. Dann gucken wir jetzt auf die Straße. Ah! Ah, okay. Ich muss also wirklich auf der Straße sein. Er erkennt meine Garage als überdachtes Gebiet scheinbar. Keine Ahnung. Ja. So. Ist mir aber tatsächlich zu langsam. Bei so einem Regen würde ich persönlich schon wesentlich stärker Scheiben wischen. Guck mal, der macht gar nichts. Okay. Gut. Dann war das ja schon mal ein Griff ins Klo. Dann können wir das Ding direkt wieder deaktivieren. Das macht dann ja gar keinen Sinn. Okay. Ich dachte, das Ding. Probieren die sowas nicht selber aus? Oder bin ich gerade bei irgendeiner seltsame Konstellation. So. Wir fahren mal ganz kurz da vorne hin tanken. Und dann sehen wir mal weiter. So. Diese schönen Regengeräusche. Sehr geil. Und nicht so auf die Pelle. Hey, geht gar nicht rein. Was? Wieso geht's da nicht rein? Achso, hier geht's rein. Weil hier auf der Landkarte ist auch hier ein Eingang eingezeichnet, ne? Wir sind jetzt gerade hier bei dem Eingang. Das ist der, den wir jetzt hier gerade sehen. Aber der da vorne ist gesperrt, warum auch immer. Obwohl es auch auf die Fläche raufgeht. Also macht der ja keinen Sinn. So, wollen wir mit dem hier rein. Schön spritty. So. Okay, was fehlt denn noch? Wir könnten zum Beispiel mal unseren Auflieger holen. Fällt mir gerade mal so ein. Aha. Warum ist hier überall diese Hilfetexte? Weg damit. Komisch. So. Wir brauchen Aufliegermanager. Kühlauflieger und jetzt nutzen. Bam. So. Drive safe. Und würde ich auch sagen. Dann holen wir den mal ab. Was ist hier los? Warum? Turn right.
keep right and then continue straight on. So. Go straight on. Ah, das war schon ein bisschen sehr weit. Wow. Oh, Ufer ist ein Zug. Ich weiß noch nicht wo. Da hinten. Naja. Sieht man eh nicht. Durch den Nebel. Schade eigentlich. So. Ah, ne. Hier noch nicht. Hier müssen wir jetzt. So. Auflieger müsste da hinten stehen, glaube angekuppelt und aufgesattelt. So, bei dem Auflieger sind die Texturen auch noch richtig. Das ist schon mal sehr schön. Cool. Sehr, sehr geil. Okay. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt wir brauchen Frachtenmarkt. Wir können ja eigentlich auch mal wieder andere Sachen machen. Sowas wie hier schneller Auftrag oder sowas. Was gibt's denn da so alles? Da haben wir zwar jetzt unseren Auflieger ganz sonst angekuppelt, aber hey, ist ja auch egal. So, hier oben haben wir schon mal einen mit ganz schön vielen Symbolen. Und mit unserem süßen kleinen Auflieger. Und das bei 35 Tonnen. Finde ich das schon ganz schön wagemutig. Oh, Alter, hier einfach 50 Tonnen. Und das mit gerade bei 600 PS. Es sind ja alle so schwer. Alter Schwede. Wie lang ist denn die Strecke hier? Die geht von A nach B. Okay. Das ist eine sehr interessante Aussage. Wollen wir die einfach mal machen? Let's go. Machen wir mal wieder ein bisschen was mit dem fremden LKW und fremden Auflieger. Kann ja auch nicht schaden. Einfach so zur Feier der neuen Version oder so. Oder zur Feier des Tages. I have no idea. Und das regiert immer noch. So eine Scheiße aber auch hier. So, was haben wir denn? Wir haben, ach du Heilige. Ein Dreierauflieger. Okay. Ja. Okay, here we go. Oh, aber der zieht gut an. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Guckt euch diese Pracht-LKW an. Ist der nicht wunderschön? Ich habe gerade keinen Plan, wo wir eigentlich hinfahren. Turn left. Not bad, not bad. So.
Habe ich gerade gewundert, warum ich so weit lenken muss. Wow. Upsidi. Lag einfach daran, dass der LKW komplett weggerutscht ist gerade. Das sagt jetzt natürlich einiges. So, wir haben 500 Meilen vor uns. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Welcome to Vernal. Wenn der Ort überhaupt so heißt, ausgesprochen wird. Wie die Stoppposition genau so ist, dass man die Straße gar nicht sehen kann. Ah. Was ist das? Keine Ahnung. Er ist gerade so langsam gefahren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er uns gerade vorgelassen hat. Und wenn nicht, Pech gehabt. Weil er nächstes Mal nicht so abbremsen. So, gucken wir mal, wie sich der LKW jetzt bei 55 mph macht, ob er die überhaupt erreicht. Also ich meine, jetzt hier geht es gerade ein bisschen bergauf. Von daher wird er hier wahrscheinlich... Obwohl, 30 haben wir schon. Oh. Und der bricht zusammen. War zu erwarten. Aber wir sind nicht unter 30 gekommen. Das ist schon mal... gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt geht's einfach wieder bergab. Okay. Wow, Alter, der rutscht dir aber auf der Autobahn. Auf der Landstraße. Und da vorne ist natürlich rot. Ganz klarer Fall. Kennt man ja. Eieieiei. Das war jetzt gerade ganz schön, du. Ist hinter uns jemand? Noch nicht? Ja, der blinkt ja gar nicht. Der hat so gar nicht mitbekommen, dass wir ihn angebumst haben. Oh, hinter uns ist ein Fahrzeug, das wir angebumst haben. Ups, wieso bumsen wir gerade so viel rum? Ist ja hier schlimmer als in einem Puff. Eieiei, drei Auflieger, Alter. Dass ich das noch erleben darf. Ah ja. Keep right. Sehr schnieke. Aber der Kevin macht sich echt gut. Schade ist natürlich schon, dass er nur 6 Gänge hat. Von daher hat er jetzt nicht so viel Spielraum beim Klettern. Aber man merkt zumindest, dass er immerhin schon 500 PS hat. Das merkt man schon. Also gerade in den ersten Gang kann er wirklich halt extrem gut anfahren. Das ist schon ganz praktisch. Da schickt ein LKW auf der Pannenspur. Was ist mit dem los? Ich mach einfach mal eine Pause. Easy. So, Jutchen, dann legen wir mal ein bisschen Musik ein, ne? Und Justin, Timer hat aufgehört zu regnen.
schon ist wieder komplett blauer Himmel. War ja klar. Es geht ja schon schnell hier. Auch nicht eingeschüttet der LKW. Ey. Nix. Kein Trinken, kein gar nichts. Naja, was soll's. Was halt noch schön wäre, ist, dass wenn man in dieser Anzeige hier, in diesem Overlay, auch noch seine CC sieht. Weil, ich meine, klar, bei den meisten LKWs wird natürlich die Cruise Control angezeigt. Aber es gibt halt auch LKWs, so wie der hier, die halt keinen Cruise Control. Also, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt echtes Cruise Control hat, der LKW an sich. Aber selbst wenn er es hätte, wird es halt zumindest nicht angezeigt. Also. Aber ich schätze mal, LKWs aus der Zeit, die hatten sowas noch gar nicht, oder? Naja. Also die ganzen Mikrorückler sind immer noch genauso viel wie bei der 144. Schade eigentlich. Jammerschade. Oh, jetzt ist aber schneller hier. Mal gucken, was der Kleine so kann hier. Bergab. Oh, da vorne kommt er in die Kurven. Ja, also 80 dürfte schon mal kein Problem sein, bergab. Aber wie gesagt, weiter können wir nicht, weil da vorne kommt er sehr in die Kurve. Ui, da kommt ja mal eine Haarnadelkurve hier. Ist ja. So, Straße ist zum Glück relativ frei. Können also jemand ein bisschen ordentlich ausschwenklich funken. So. Hat doch gepasst. Sehr gut.
Dann weißt du was. Na komm, zieh vorbei. Danke. Ey, jetzt bin ich hier, ich war jetzt sogar schon. So, das was ich jetzt mache, sollte man mit drei Flieger eigentlich nicht machen. Ich meine, gut, wenn man rollt, geht's eigentlich, aber antreiben sollte man in dem Zustand sowieso, also auf jeden Fall nicht, wenn man so eine Engkurven zieht. Weil sonst siehst du einfach den ersten Auflieger einfach nur rum. Naja, so, okay. Jo, dann würde ich mal sagen, das war's mit der ersten Folge. Wir stehen hier ganz schön super günstig, wir hätten hier den reinfahren können. Komm, wir wenden mal nochmal hier. Das ist ja hier. Du kannst ja keinem so da lassen, das ist ja. So, das ist schon viel besser. Voilà. Sehr geil. So, dann würde ich mal sagen, soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein? Sehr schönes Lied. Gutchen. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn wir einfach mit dem LK wieder, ne, versuchen, da wieder rauszukommen. Jo, bis dann.